Hallo, Saga Anderson. Der Name macht einen Mann nicht schlechter, auch nicht ein schwedischer. Ich bin Artie. Taugt diese Jukebox irgendwas? Wir versuchen es gut zu machen, aber es kommt nur das Beste raus. Musik von meinen schwedischen Brüdern, den Old Gods of Asgard, den verfluchten, gottverdammten Wikingern, alles klar? Oh, waren Sie in der Band? Nein, war ich nicht. Nicht so süß, dass es den ganzen Magen füllt. Wir sind schon gemeinsam aufgetreten. Wissen Sie, wo ich die Andersons finde? Ja, das kann niemand so genau wissen. Nur ein Matrose könnte das. Aber selbst der kann nicht alles wissen. In Ordnung. Trotzdem danke. Kann es sein, dass Sie alle so verrückt geworden sind von dem... von der Dunkelheit? Tut mir leid, Saga. Zutritt nur für Angestellte. Mandy May und Norman meinten, Thor sei verletzt. Warum haben Sie nichts davon gesagt? Oh, Sie meinen die kleine Beule auf seinem Kopf? Das ist nichts Schlimmes. Die Bewohner übertreiben gern. Aha. Ich muss mir Thors Zimmer ansehen. Sie meinten, ich wäre schon mal hier gewesen. Wann war ich das letzte Mal zu Besuch? Mal sehen, woran sie sich zu erinnern glaubt. Oh, es ist Jahre her. Wir waren alle so traurig, als sie uns verließen. Nach dem Unfall? Ach, scheiß drauf. Meine Tochter ist nicht ertrunken. Sie erinnern sich falsch. Sie ist zu Hause und sieht mit ihrem Vater Nightsprings an. Mhm. Es hat keinen Sinn. Ich muss die Geschichte aufhalten. Was passiert im Wellness Center? Oh, dort bieten wir Gesundheitsdienste für die Bewohner an. Wir haben eine Reha-Einrichtung, einen Essbereich und Betten für eine spezielle 24-Stunden-Pflege, damit sie jung und beweglich bleiben. Okay. Nein, ich will erst noch in die Sauna. Ihr habt nichts mehr zu sagen? Nö. Ich gehe nach oben. Ich muss irgendwie den Weckarm brusten. Das hat die ehemalige Anstalt da, wo Alan kurz in der verrückten Donner. Verzeihung, Miss. Aber bin ich etwa schon mal in Ihr Zimmer gestürmt, wenn Sie sich gerade geistig oder körperlich betätigen? Hä? Das dachte ich mir. Bitte entschuldigen Sie. Jetzt muss ich nochmal anfangen. Ich klau nur. Ich wollte nicht stören, ich wollte nur klauen. Bitte. Viel Spaß. Odin, da will ich noch nicht rein. Thor, auch noch nicht. Bolzen, I'll take them every time. Oh Gott, war's gut. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe so viele Schlüssel, aber nicht dafür. Während des Zweiten Weltkriegs wurde hier ein Bunker gebaut, um die Marineeinheiten der Achsenmächte frühzeitig am Meer zu sehen. Seitdem der Bunker versiegelt wurde, ist er ein beliebter Jugendtreff. Sie nennen es Ocean View Motel und Spa. Ist wohl ironisch gemeint. Okay. Sie gehen dorthin, um Bier zu trinken und zu winken. E-Zigaretten. Lächerlich. Die Zukunft ist... Hey, dich kenne ich. Die Jugendlichen tranken dort also. Und hatten noch andere Dinge, die nicht für unsere Zuschauer geeignet sind. Aber der Bunker wurde häufig überschwemmt. Vor allem im Winter. In den 90er Jahren ging eine Gruppe Jugendlicher eines Samstagabends dorthin und trank. Hä? Dann fiel ihnen auf, dass ein Mädchen, Nora Hesburgh, fehlte. Sie dachten, sie sei einfach nach Hause gegangen. Als Noras Eltern sie am nächsten Morgen nicht in ihrem Bett fanden, riefen sie die Polizei.
Der alte Radiosprecher. Da kommen wir noch nicht rein. Dann gehen wir mal kurz mit Recreation Room. Aha. Schuhkarton. Ach, ein Speicherraum. Ja, ein Schuhkarton kann nicht schaden. So. Gewehrmunition, die bringt mir allerdings, solange ich kein Gewehr habe, ne? Okay. Armes Ding. Und zack, zack, der neue Loot. Kann ich die auch durchsuchen, die Kiste hier? Nee. Sonst noch irgendwas hier. Relevanter Ort, Lounge und Büro. Hinter mir ist noch eine Kiste. Ah, hier. Ja, put the lime in the coco, put the lime in the coco. Ah, ich kann noch einen höher. Ich gucke erstmal noch einen höher. Bevor ich zu Thor und Odin. Mandy May. Gucken, was ihr in ihrem Zimmer abgeht. Sie scheint wohl die Frau der Casey-Boxen zu sein, hä? Die Dinger hängen nämlich überall da, wo die Casey-Boxen sind. Mandy May war aber nicht die mit den Glühbirnen, oder? Nee, ne? Ich weiß ja den ganzen Namen nicht mehr so auswendig. Norman. Das ist der Bademantelmann. Rätsel aus allen Zeiten. Von Shabnam Dabiri. Über 200 knifflige Rätsel zum Kopfzerbrechen und Hirnzermattern. Versteckt das Ding mit dem kleinen Rätsel wie diesem. Besser als jedes echte Schloss. 250 Meter Otter, Wortspiele oder M. Otter, nee. Damit ihre Unterhaltung nicht den Bach runtergeht. Bett. Hier noch was drin? Cynthia, wer ist denn Cynthia? Kein Schlüssel. Cynthia ist nicht zu erreichen. Oh. Und Arti darf ich auch nicht rein. Interessant. Gut, dann gehen wir erstmal zu Thor und Odin. Das ist Thors Zimmer. Noch mehr Schnaps. War das ein Wutanfall im Suff? Die Glotze. Was für ein Chaos. Und Thor ist nicht hier. Ich muss weitersuchen. Oi, Odin. Odin geht es nicht gut. In Watery war er betrunken. Aber das hier sieht schlimmer aus als ein Kater. Die Anderson Farm. Die Frau auf dem Gemälde sieht aus wie meine Mutter. Wurde ich hier geboren? Oder gehört das auch zur Geschichte? Was ist real und was ist Fiktion? Das Nachtmeer. Für einen Schluck aus dem Becher des Weisen für die Weisheit einer Seers opferte ich mein Augenlicht im Lichte des Mondes nah und fern. Die unzähligen Welten des Wahnsinns und darüber hinaus über die dunkle, verträumte See. Die verzweigten Pfade des Baumes, so oft opferte ich mein Augenlicht. Wir lebten und starben und wurden wiedergeboren. Wir trafen uns hier bereits und das werden wir auch weiterhin. Wo ist mein Auge? Vor Anbeginn der Zeit... Ich überreichte es Mimir aus dem Brunnen der Weisheit, dem Kessel zu trinken. 1976 nahm es selbst heraus, um es mit eigenen Augen zu sehen, trank den Schnaps. 1988, er, der auf der Schwelle steht, nahm es von mir. Die Zeit wird wieder kommen,
um neu geschrieben zu werden. Vielleicht werden die ja immer wieder gesponnen durch die Geschichten. Odin. Hören Sie mich, Odin? Odin Anderson? Hören Sie mich? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Odin? Nein, nein, Saga! Liebling, du musst... Gefahr! In dem Zustand kann er nicht reden. Profiling. Carter. Sofort. Wir müssen ja auch noch... Noch fünf. Okay, wir müssen ja eh noch an die Falltafel. Also, Manny May hat das Strickmuster, das ich bei der Lunchbox gefunden habe. Ah. Sie hat erwähnt, dass sie es für Rose gemacht hat. Lunchbox im Wald, das ist... Bradford? Ja. Lunchbox im Pflegeheim. Oder sind die Dinger von Rose? Kann natürlich auch sein, ne? Die Spur des Kultes. Ich muss Blake den Klicker bringen und diesen Fall abschließen, ehe meine Familie noch weiter hineingezogen wird. Ich muss den Klicker zu Wake bringen, aber ich habe noch Fragen. Diese alten Jungs, Thor und Odin, standen offenbar dem Kult nahe. Wie sind sie mit all dem verbunden? Das ist eine gute Frage. Die Anderson-Brüder sofort. Fake, Fiktion und... Ja. Mein Leben in Watery. Hier? Oder in Verbindung zu Thor und Odin. Da. Sieht genau aus wie meine Mama. Und das bin ich. Ist das noch Teil der Geschichte? Geschichte. Für später. Perfekt. Kultverstecke. Bright Falls. Und das war's. In der Notiz ist von größerer die Rede. Ich frage mich, was sie damit meinen. Für wen soll diese Notiz genau bestimmt sein? Hat der Kult mit einem Einbrecher gerechnet? Dahinter. Kinderreim. So. Bright Falls. Und noch eine Puppe hier. Erzählt mir die eine Puppe da, die wir nicht aufgehoben haben bei der Wohnwagensiedlung, glaube ich, war das, ne? So, die Anderson-Brüder. Thor wollte mir etwas erzählen. Geht es Thor gut? Was ist Thor zugestoßen? Ich hörte ein Schrei, bevor er der Anruf unterbrochen wurde. Thors Zimmer ist leer und es herrscht das reinste Chaos. Vielleicht weiß Odin, was passiert ist. Thor hatte einen Unfall. Vielleicht kann mir Odin sagen, was mit Thor passiert ist. Rose ist nicht sehr hilfreich, aber sie müsste hier irgendwo... Wir müssen hier irgendwo sein, achso. Das Profiling. Attacke. Odin ist in schlechter Verfassung. Was ist ihm zugestoßen? Das ist unser Lebensabend. Im Wasser ist es dunkel. Wir haben unsere Tricks. Und du deine. Was passiert hier? So hat es sich noch nie angefühlt. Du bist jetzt erwachsen, Saga. Und gerade rechtzeitig zurückgekehrt. Die Mächte der Dunkelheit verschlingen uns. Wir sind zu alt und zu schwach. Die Macht der Andersons steckt in dir. Was war das? Er war keine Projektion. Odin war wirklich hier. Wir waren verbunden. Sind Sie wirklich meine Familie? Passiert all das deswegen? Ich war in meinem Gedankenraum noch nie mit jemandem so verbunden. Wie ist das möglich? Ich war froh, deinem Ruf zu folgen. Wikinger sind geborene Reisende. Du bist ein Seher. Du siehst die Wahrheit. Aber dein Großvater wird dir mehr erzählen wollen.
Das möchte ich ihm nicht nehmen. Thor ist in Gefahr. Du kannst ihn retten. Ist mein Gedankenraum mehr als nur eine Mentaltechnik? Manchmal verwirrt mein Gedankenraum sogar mich. Ist das der Grund? Steckt da mehr dahinter als Intuition? Eins nach dem anderen. Thor ist in Schwierigkeiten. Wenn ich ihm helfe, verrät er mir vielleicht mehr. Ich habe ein Foto von dir mit den Kultisten gesehen. Wie bist du involviert? Wir sind zu alt für so verrücktes Zeug. Aber einen Drink lehnen wir nie ab. Der Kult versucht seit Jahren, uns zu rekrutieren. Aber wir haben unsere Band und diese Narren haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Kein Wunder, dass sie uns Legenden brauchen. Thor und Odin sind nicht Teil des Kults. Der Kult glaubt, dass Thor und Odin irgendwie besonders wären. Ich fange auch an, es zu sehen. Ich habe Wags Klicker gefunden. Was kannst du mir darüber sagen? Stammt von Toms Lampe. Er wurde ans Ufer gespült. Gute Arbeit. Du hast den Lichtschalter. Der ist wie ein Verstärker. Man kann zwar ohne einen rocken, aber man wird damit niemanden umhauen. Kunst, wie Toms Werke, kann die Welt verändern. Aber mit dem Schalter erreicht man die nächste Stufe. Der Klicker hat die Macht, die Geschichte zu verändern. Logan zu retten. Das bestätigt Wakes Worte. Scratch darf den Klicker nicht in die Finger kriegen. Laut Toms Werken muss Odin Wake meinen. Sie sagten, Thor sei in Gefahr. Was ist los? Die Dunkelheit zieht den Funken an. Thor denkt nur mit seinem Hammer, nicht mit dem Kopf. Der verdammte Prinz der Dunkelheit kehrt zurück. Thor wurde von der Dunkelheit markiert. Ich spüre es. Ist er in seinem Zimmer? Sie will ihn holen. Und dann mich. Nimm dich vor Cynthia in Acht. Im Wellness-Center passieren schlimme Dinge. Lass dich zu, dass sie ihn überwand, Saga. Verweist Prinz der Dunkelheit auf Scratch? Wird Thor zum Besessenen? Ich muss ihn finden, ehe es zu spät ist. Es stoppen, ehe mehr Menschen verletzt werden. Cynthia ist also auch böse. Cynthia, die Oma, die Wake damals angetatscht hat da und dann in die Darkness gezogen hat, sag ich mal. Kunst wie die Romane von Wake haben die Macht, die Realität zu verändern. Der Klicker verstärkt diese Veränderung. Der Klicker muss zusammen mit Wakes Texten verwendet werden. Hat er wirklich die Macht, das alles in Ordnung zu bringen? Durch den Klicker verändert Wakes Geschichte die Realität. Kann ich ihm diese Macht anvertrauen? Ich habe wohl keine Wahl. Der Klicker verstärkt Wakes Worte. Da kann er das wirklich in Ordnung bringen oder nur noch schlimmer machen. Suche nach Thor in seinem Zimmer. Er ist in Gefahr. Im Wellness Center passieren böse Dinge. Thor geht es nicht gut. Hier stimmt irgendetwas nicht. Irgendwas stimmt nicht mit Thor. Habe Odin gesagt, er soll sich das ansehen. Wellness Center? Mehr kann ich zu ihm nicht machen, ne? Zu ihm vor allem. Mit ihm. Aufgeregt wie ein junges Mädchen. Ist das Cynthia? Das wird dich wieder zum Lächeln bringen, meine Liebe. Wie bitte? Sie ist eine von ihnen. Fuck es muss hier irgendwo einen Übergang geben. The Padman Radio Show. Achso. Ich brauche den Schlüssel. Okay, warum so wütend? Ich brauche den Schlüssel. Ist sie oben in ihrem Zimmer?
Zünfer, du verdammte Sau. Arti? Mist. Rose ist auch eine von ihnen. Okay, ich kann den nicht nachladen. Schade. Eins habe ich gedrückt. Rose. Thor ist im Wellness Center, nicht wahr? Nein, er ist... ja. Aber Sie sollten da jetzt wirklich nicht reingehen. Sperren Sie die Tür auf, Rose. Das ist eine FBI-Angelegenheit. Aber es gibt da einige Dinge, die Sie... Ja, okay. Mach ich lasse Sie hinein. Verdammte Tür auf. Danke, Rose. Hallo. Pass auf die Pfützen auf. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Stimmt. Danke. Bei dieser Frau läuten alle Alarmglocken. Arti, hast du noch was zu sagen? Kein Leim in der Coconut. Wann wird sich Blam mal um die undichten Dächer kümmern? Ich will nicht, dass mir jemand folgt. Vor allem Thor ist hier im Wellness Center ganz allein, oder was? Dunkel. Leer. Sei bereit, Saga. Ganz schön. Suske. Thor! Hallo? Thor? Ich bin Saga Anderson. Wenn hier nicht gleich die Toten auferstehen, dreh ich durch. Oh, was ist das? Klar. 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 In so einem... In so einer Box, womit mein Herz und so transportiert oder sonstiges, weißt du, da ist einfach ein Bolzen drin. Wer hat das nicht kommen sehen? Der Manuskriptseite. Thor Anderson hatte Blitze in seinen Adern. Das war Rock'n'Roll, Baby. Dieses Weaver-Mädchen hatte ihn in ihren Bann gezogen. Thor würde alles tun, was sie von ihm verlangt. Thor hatte es verdient. Thor wollte es. Sie wollte den Song. Ein Geschenk. Er musste ihn für sie besorgen. Danach war es zu spät. Thor schwang frustriert seinen Hammer. Der Funke war erloschen. Schwarze Flüssigkeit vernebelte seinen Geist. Ein schlechter Trip. Thor kämpfte dagegen an. Er war stark. Er würde nie ein Besessener werden. Aber die Dunkelheit konnte ihn immer noch ertränken. Thor musste jemanden warnen. Alles geschah erneut. Tom war zurück. Auf dem Weg zurück. Auch Tom würde Hilfe brauchen, wenn er es schaffen wollte. Aber die Brüder waren zu alt, um es diesmal zu verhindern. Thor hatte jemanden angerufen. Jemanden, der helfen konnte. Der Name entglitt ihm, ertrunken im dunklen Wasser. Okay, kann es sein, dass Thor und Odin quasi so eine Geschichte schon erlebt haben mit Thomas Zane? Und deswegen wissen die auch alle Bescheid. Also, das ist der Grund, warum die alle das schon kennen. Weil Thomas Zane hat das ja alles schon mal erlebt, hat dann uns in die Geschichte, also Alan Wake, reingeschrieben. Und so wissen die davon. Was ist das hier? Thor war hier. Rose. Doc, Rose und ich fanden Mr. Anderson bewusstlos neben dem Telefon. Verbrennungen an der Hand, Schnittwunden am Kopf. Er war bewusstlos, wir haben ihn hierher gebracht. Benimmt sich schon die ganze Woche seltsam. Pass auf ihn auf, er ist ein VIP. Er hat seine Verbände abgenommen, obwohl er schwer verletzt ist. Wieso? Odin sagte, Thor bräuchte Hilfe. Aber weshalb? Wird er auch zu einem Besessenen? Und wo ist Thor? Holy moly, viele
Dinger. Warum sollte man einen Verband abnehmen, wenn man noch blutet? Thor hat sich merkwürdig verhalten. Gewalttätig? Wenn Thor sich hier ausruhen sollte, blieb er nicht lange. Thor Anderson hatte Blitze in seinen Adern. Thor ist das Ziel. Er braucht Hilfe. Kein Besessener. Manipuliert ihn das Dunkle? Manipuliert ihn das Dunkle? Wird er verschlungen, quasi. Irgendwie das Gefühl, wir müssen gegen Thor gleich kämpfen. Ich hoffe nicht. Einmal alle Waffen ready machen. Daryl Dixon, Motherfucker. You can scream. You can cry. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, genau. Thor, warten Sie! Ich bin's! Cynthia Weaver. Warte mal, Cynthia. Er sagt ja Weaver. Weaver war doch die aus dem ersten Teil. Alan Wake. Nicht Whale Wake. Weaver. Das war doch die. Die mit dem Licht. Ja, Cynthia Weaver ist die aus dem ersten Teil, die das Licht die ganze Zeit getragen hat. Das heißt, sie ist jetzt verrückt geworden? Die, die den Lichtraum gemacht hat. Okay, die Textur sieht fucking wild aus. Weird. Ich wusste, ich kenne den Namen. Ich wusste nur nicht mehr den Vornamen genau. Einmal hier rein. Leuchtfackel habe ich 2 Stück. Damit sollte ich auskommen. Ja, das reicht. Habe ich da gerade einen fucking Blitz gehört? Oder ein Donner, wie auch immer. Blitz und Donner. Oh, hey! Verfickt noch eins! Kriege ich gleich einen Herzinfarkt. Wie random. Scheiße, ist das jetzt hier der richtige Weg? Oh, Licht. Ah ja, ist der richtige Weg, weil ich hier nicht folgen kann, ne? Ein Elektronikschloss. Ferngesteuert, wie es aussieht. Natürlich. Ein Elektronikschloss. Ich gehe aufs Klo und sperre mich hier ein. Und das ist ein fucking Wellness Center eigentlich. Bei dieser Tür fehlt der Griff. Okay, I need the fucking Griff. Ein Sicherheitscomputer. What the fuck is this? Oh nein, hier ist es. 5. Mai, Vollmond, 3.4. Neumond, 1.4. Okay, hier gibt es bestimmt irgendeinen Code oder. Oh. Erst Tag, dann Monat. Er nutzt das europäische Format. 15.8. Hurra! Der Zulassungsbescheid ist da. Jetzt bin ich mit dabei. Do wie dann, ja?
Dose wie dann, ja. An den langweiligen alten Vadat. Hallo an den aufregenden neuen. Also, warte, das ist ein Russisch, ne? Dose wie dann, ja. An den langweiligen alten Vadat. Hallo an den aufregenden neuen Mann in der Stadt. Ich werde das Vodka und Heringgebühren feiern. In diesem Monat wird alles anders. Ich habe mich um den toten Waschbären drüben beim Bunker gekümmert müssen. Er stank schon sehr übel. Nicht gut für meine Kater. Das war, glaube ich, der schlechteste russische Akzent überhaupt. Thor ging durch die Tür in der Cafeteria. Ah ja, aber wo ist er? Da ist er. Thor hat das Wellness Center verlassen. Die Tür wurde elektronisch versperrt. Vielleicht wird es ferngesteuert. Ich muss die Steuerelemente finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ferngesteuert wird. Wladimir Blum. Die wurden in die ehrwürdigen Reihen unserer geheiligten Organisation aufgenommen. Als solcher werden sie sich unserer edlen Sache anschließen und in unseren bestgehüteten Geheimnisse eingeweiht. Die Zeremonie findet traditionsgemäß am Tag nach dem nächsten Neumond statt. Die Koskela-Brüder gehören nicht nur dem Kult an, sie sind die Anführer. Der Kult des Baumes heißt sie willkommen, Jakko und Ilmo Koskela. Aha. Die verdammten Brüder Koskela. Fakt und Fiktion. Ohne Spaten im Gedankenraum direkt mit mir. Der Kult des Baumes. Ilmo. Jakko und Ilmo leiteten den Kult. Was sind das überhaupt? Initiationsbrief. Mein Gott, Alter. Wladimir Blum, bestätigtes Kultmitglied. Während der Kult jahrelang versucht hatte, sie zu rekrutieren, lehnten er und Odin jedes ihrer Angebote ab. Keine Kultmitglieder. Rose ist safe ein Kultmitglied. Obwohl, warte mal, Rose ist, glaube ich, eine Besessene, kein Kultmitglied. Er fordert ein Passwort. Und eigentlich auch einen Durchsuchungsbefehl. Aber hey, was soll's. Das Passwort wird wahrscheinlich hier sein, ne? Warte mal, was hat der? Des nächsten Neumondes. Nee, er muss, glaube ich, hier irgendwas mit zu tun haben. Das sind einfach die rot markierten Dinger. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe nicht gezählt, wie viele Dinger das sind. Buchstaben. Zahlen meine ich natürlich. Buchstaben. Ich schreibe mir die mal auf 4. 17. 17. 20. 2, 9. 17. 3, 1. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kein Hinweis, nix, ne? Sechs Zahlen.
1, 2. Das sind schon 8 Zahlen. 1, 2, 3, 5 Zahlen. Das könnte es vielleicht sein. Aufschreiben, eins. Zack. 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 Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Das ist das einzige mit 6 Zahlen, glaube ich. Und hier brauche ich 6 Zahlen, ne? Also. Könnte das Passwort sein? Bin ich blöd? Ein Passwort geschützter Sicherheitscomputer. Der Computer steuert die Tür, die Tor benutzt hat. Okay, vielleicht kann ich doch einfach so lösen, null. Hier könnte etwas sein. Ja, so weit war ich auch. Blum ist vor kurzem im Kult beigetreten. Ist irgendjemand hier kein verdammter Kultist? Ich habe alles, um das Passwort zu entschlüsseln. Der Schlüssel zu seinem Passwort ist irgendwo in seinem Büro versteckt. Danke dir. Soweit war ich auch schon. Am Tag nach dem nächsten Neumond. Ich glaube, das passt aber nicht, oder? Das so. Nee. Das war hier. Nee. Fünfzehnter. Ah, passt nicht für eine Zahl her, oder? 15, 17. Nein. Okay, ich muss irgendwie so sein. 4, 17, day off.
1, 2, 3, 4. 11. 22 sind da vier Zahlen. Fuck. Ich hab keine Ahnung, wie das heute. Fünf. Drei. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Das ist es aber nicht, oder? Mein Satz jetzt ist gleich durch. Fünf. Drei, drei. Eins, drei, null. Bro, ich hab keine Ahnung. Was soll hier das fucking... Was soll hier die fucking Lösung sein? Es kommt auf jeden Fall immer die 17 vor. Und hier ist die 17... Warte mal. Was hat er da geschrieben? Vielleicht achte ich auf das Falsche. Traditionsgemäß ein Tag nach dem nächsten Neumond. Nach dem nächsten. Vielleicht ja so. 20. 18. Passt ja schon nicht von den Zahlen her. Ich hab so keine Ahnung. Ich guck jetzt nach, scheiß auf.